Servus zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, die 2 vom Bau zusammen mit dem Steve Mörtel. Moin. Haben wir jetzt schon mal die ersten tanzenden Wände installiert, jetzt kommen die nächsten. Mal schauen, ob die genauso rumtanzen oder ob das jetzt einmal ordnungsgemäß funktioniert. Ja, es ist schon. Also, ich werde definitiv mit dem Mobilkran keine Wände mehr anheben. Da weigere ich mich jetzt halt. Dann kannst du den eigentlich mal zusammenklappen, dann muss ich diese Scheiße nicht so hochziehen. Wenn du möchtest, baue ich dir den zusammen. Weil dann ist er weg, dann kann ich hier nämlich einfach durch, ohne da gegen den Ausleger zu donnern. So. Das mache ich anders. Die werde ich nämlich hier reinstellen. Genau. Uiuiuiuiui. So. Oh, ich mach dir das dann schon mal auf. Wir nehmen auch erstmal nur den einen tatsächlich. Genau. Wenn der leer ist, hole ich den zweiten von der. Aber das reicht doch gar nicht. Da werden wir doch garantiert noch mehr brauchen, oder? So, du kannst. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Es schaut sehr komisch Aber aus. Also nur zwei schon. mehr habe ich nicht bekommen beim Dingswerk. Kann sein, dass die jetzt noch mehr für uns haben, aber Ich weiß nicht. Es sei denn, die werden wieder automatisch geliefert. Meinst du? Naja, gut, wenn er sagt, fünf Holz, 8 Holztafeln und 5 Bleche. Da sind es 4, im anderen Gestell sind A4. Ja, dann kommt es schon hin. Andere Gestell sind Dingens, das sind Stahlträger. Fertigwände platzieren, Wandelement Wellblech. Das sind dann die Dinger, die da liegen Ja, wahrscheinlich. die Weltbleche halt, ne? Rum. Ja, schön magst du das. Oh, besser geht nicht, passt so. Außerdem, wenn ich da eine Macke ins Blech haue, wenn der die Wand vorsteht, sieht das sowieso keiner. Ich wollte es gerade sagen, aber das war ja akkurat, war ja das. So, was ist das für ein Ding? Die gehört hier irgendwo dann hin, wa? So. Und Spubikowski und weg ist er. So, hol mal einen zweiten. Was liegt da? Ach, guck mal an, da liegen schon wieder solche komischen tanzenden Wände. Ja, davon haben wir ja gerade schon geredet Eben gehabt. schon gewundert, wo die herkommen. Die habe ich gar nicht, die sehe ich jetzt erst. Habe Ah, ich eigentlich Junge. gerade schon gesagt gehabt, aber okay. Du hörst du mir zu. Die habe ich nicht gesehen da hinten. Ich stelle mich da mal unter, ne? Schweben die Last und so. Ja, kann man machen. Nur ein platter Bagger ist ein guter Bagger. Ja, genau. Nicht.
kommst eh nicht dran. Egal wie sehr du es versuchst. So. Das scheint aber jetzt so zu funktionieren, wa? Ja. Reindrehen hier. So, hehe. Aber die Ecken fehlen halt irgendwie. Schaut komisch aus. Wer weiß, was da hinkommt. Naja. Naja. Mir soll das egal sein. Ich baue das so, wie der Architekt das haben will. Und wenn da was fehlt, ist das nicht mein Problem. Exakt. Nicht meine Aufgabe, das zu prüfen. Da fehlt sowieso was. Guck mal, das sind doch, können doch nicht alle Wände sein. Mindestens zwei fehlen. Wo sind denn die? Ja, lassen wir uns mal überraschen. Ach so, nee, die sind fertig. Ah, die sind so fertig, komplett in eins. Ah. Hat man ja schon öfters dann, wenn irgendein Subunternehmer nur herkommt und das Ganze. Nee, das sind einzeln hier, komplette Elemente. Ah. Ach so. Ah. Ich dachte, das wären Einzelteile. Nee, das bauen sie. Das haben sie dann clever gelöst, ja, damit der Steve nicht so viel arbeiten muss. Das ist auf jeden Fall richtig. Ja, ne? So, guck mal, und da sind auch die Ecken. Ach, siehst du? Oh, ich werde jetzt erst diese komischen Blechdinger hier wegnehmen, bevor die wieder anfangen zu spinnen. Ja, bevor die wieder Dancing machen. Das sind vier, wa? Dance, everybody, dance, dance. Wo müssen die denn hin? Da hinten, aha. Na, dann schauen wir mal, was als nächstes kommt. Geld. Satteldachbau. Ah. Eckenelemente. Beladung. Komm, garantiert diese. Ein Flugzeug. Liefert das Flugzeug auf die vorgesehene Position am Zielort. Wir dürfen sogar Flugzeug abholen. Ach du Scheiße. Vom Hafen oder von wo? Keine Ahnung. Keine Ahnung, wo es das gibt. Flugzeug, aber das kann ja eigentlich nur vom Hafen kommen, oder? Geht nicht da. Das steht nicht da. Wo es. Aber das müsste man ja dann sehen, oder nicht? Ja, vor allem, das müsste. Wenn, aber, ja, oder es wird geliefert und steht dann auf der Landebahn. Kommt mit so einem. Keine Ahnung, hier mit so einem. Ich weiß ja noch nicht. Also. Kannst du mal gucken, ob du mit dem Bagger schon Ecken stellen kannst? Boah. Könnte ich mit dem Bagger, ja. Aber. Ich meine, du hast ja sonst nichts zu tun, außer rumstehen. Wobei die Ecken müssten doch eigentlich mit dem Kran gehen. Ja, aber der Kran ist im Moment in Benutzung und so würdest du wenigstens mal was tun, anstatt hier rumzustehen. Es geht das wieder los. Immer diese Diskussionen. Ja, selbstverständlich. Das Sinnlose. Na, jetzt sag doch sowas nicht. Vielleicht geht das ja auch sogar mit dem großen Kran. Wer weiß das schon? Warum kriege ich den denn jetzt nicht hier? Hallo? Gucken, ob die auch tanzen.
ich hoffe mal nicht. Aber eigentlich nicht, die liegen ja nebeneinander. Ja, das wäre nämlich extrem suspekt, wenn die das Tanzen anfangen. Dann würde mit dem Kran irgendwas nicht stimmen. Ja, mit dem stimmt ja generell was nicht. Kannst du sagen, was du willst. Ja, mit den Stützen. Die Unterteile bleiben einfach irgendwo liegen. Das geht, wa? Ja, das scheint wohl zu funktionieren. Das scheint wohl wirklich zu gehen. So, und das letzte Blech. Was kommt dann? Die Dachkonstruktion. Mit den Stützfüßen wie ausgemessen, hä? Hab ich jetzt nicht drauf geachtet. Wie ausgemessen steht er daneben? Sordele, sordele, sordele. Sieht doch alles richtig gut aus. Hochkonserviert bei der Arbeit. Dartlets, guck mal, dann ist das schon fertig, du. Dann gibt's Geld, glaube ich. Kann das sein? Ja, dann müsste wieder Zolltag sein, ne? Yeah. Gut. Da sind wieder Dinge, die du am besten nicht anrührst. Also zumindest hinten das Gestell nicht. Aber du kannst hier vorne die rüberlegen. Ja, aber dazu müsste ich mich, glaube ich, ein bisschen umpositionieren. Das könnte sein. Weil, wenn ich das jetzt so betrachte, wird schwierig, ne? Das ist wohl wahr. Aber gut, dass ich das ganze Zeug schon geholt habe. Stell dir vor, das müssten wir jetzt noch alles machen. Um Gottes Willen. Ja, jetzt wird es was. Die wollen wir nicht. Oh ja, dann kann ich die ja schon legen. Schön. Ja, du darfst schon mal anfangen, die Trägerkonstruktion zu stellen.
Wetten, wir kriegen gleich wieder so Elendsbleche. Könnte passieren. Könnte. Muss nicht. Bin fest davon überzeugt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die sich davon alleine oben drauf legen. Nee, das tun sie garantiert nicht. Obwohl, wir haben ja schon fliegende Bleche gehabt, also warum sollten sie es nicht tun? Weil sie dir nicht die Arbeit wegnehmen. Wo müssen jetzt eigentlich die Deckenelemente hin? Welche? Die will er ja auch irgendwo haben. Welche Deckenelemente? Naja, die Deckenelemente halt, die jetzt noch da sind. Ja, die Träger lege ich ja gerade. Nee. Er will eine Palette Deckenelemente haben. Naja, da liegen drei Stück. Sind Wellbleche. Daneben ist noch ein Platz frei. Also noch ein Platz frei? Ja. Da sind, gehören vier Stück hin. Und drei hast du erst dahin gepackt. Ah ja, jetzt sehe ich's. Okay. Okay. Jetzt habe ich es auch gesehen. Ah, Brille schon wieder kaputt. Ist doch, hast du doch gerade neu, Mann. Nee, die Träger haben die Sicht verdeckt. Sie jetzt doch auf die Drohne schalten. Jetzt haben wir es. So, noch zwei von denen oder bin ich gespannt? Flugzeug verladen. Wo? Jetzt wissen wir aber auch, wo wir hin müssen mit dem. Wo denn? Kann ich dir gleich sagen, Moment, ich schau mal schnell auf die. Ja, am Hafen. Dann fahren wir da gleich mal hin, wa? Einmal brauchen wir wahrscheinlich den Kran und den Tieflader, wa? Jo, genau. Warte mal, fahren wir gleich zusammen hin. Bist du hin? Ja, okay. Ja, beide. Kann ich zwei Autos gleichzeitig fahren, das wird nix. Die Frage ist aber, ob wir vorher eine Pause machen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall machen wir vorher Pause. Und dann lege ich nämlich jetzt noch den letzten rein. Dann gucken wir mal, was hier passiert. Ach so, ja, die sind clever. Dann müssen wir wahrscheinlich jetzt das Flugzeug verladen. Dann müssen wir das auf den Drehteller stellen. Ja. Und dann kommt das Dach raus. Ja. So, und dann machen die sich Gedanken darüber, wie sie das Flugzeug da wieder rauskriegen. Aber das Hangar ist doch eigentlich breit genug. Ja, also da wird es ja eigentlich nicht das Problem geben. Oh Gott, ja. Hier sind ja noch mehr von diesen Dingern. Sonst fahr du doch schon mal die beiden Fahrzeuge zum Hafen. Ich habe hier noch mal eine Ladung Träger bekommen. Ja, das sind vier Stück. Hab die Fahrzeuge schon mal abmarschbereit gemacht. Ja. Die vier Fachwerkträger, die wirst du ja wohl nur hinkriegen, oder? Ja, und dann mache ich definitiv Pause, weil... Weil? Dann nämlich morgen zum Hafen fahre, dann steht das Flugzeug da auch noch. Definitiv. Und wenn es nicht mehr da steht, dann brauchen wir es auch nicht verladen. Hast du den Kran noch aufgebaut, ne, wa? Nö, nicht wirklich. Jetzt hättest du ja auch noch den ein oder anderen Träger da hinschmeißen können. Ich schau dir jetzt ganz genüsslich vom LKW aus zu, beziehungsweise vom Kran aus.
Es war mir klar, dass du wieder nicht arbeitest. Tja. Ach ja. Aber so langsam müsste es doch mal... Oh, wir haben 5 Millionen. Das heißt, wir haben unser Ziel erreicht, was wir erreichen wollten. Stimmt. Wurde mir gar nichts angezeigt. Keine Gratulation, keine Karte vom Bürgermeister, nix. Hat aber auch lang genug gedauert, ne? Also die 5 Millionen haben sie ja jetzt gezogen wie Kaugummi. Ja, wenn du immer die Hälfte abkassierst. Guck mal, jetzt kann ich ja mal gucken, was ich... Die 2 Millionen für die Straße haben wir auch, habe ich auch nur in die Firma kriegen können, weil du nicht dabei warst. Da habe ich die alleine gekriegt. Also insgesamt hätte ja die Firma 10 Millionen. Ja. Weil 5,6 Millionen habe ja ich auf meinem Konto. Naja, eben. Da wären wir lange gewesen, wenn das nicht immer durch 2 geteilt werden würde. Ja, das passt schon so. Das passt schon so. Der Meinung bin ich nicht gerade. Oh, nee. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Wie viel haben wir denn schon? Mann. Dann fahr ich schon mal. Ja. Kann sich ja nur um Stunden handeln. Setz jetzt die letzten hier rein. Kannst du da ja schon mal hinfahren und dann machen wir zusammen die Verladung. Ja, genau. Meine, du kannst ja sagen, was du willst, ne? Aber mit so einem Turmdrehkran geht das besser als mit so einem Mobilkran. Ja, wesentlich entspannter. Und du hast viel weniger Achsen, die du in dem Sinne bewegen kannst. Aber da soll ich dir mal was sagen. Ha? Der Mobilkran macht wesentlich mehr Spaß. Mag sein, aber es dauert länger. Das macht ja nichts. Also ich nehme lieber den Turmdrehkran. Ich liebe den Mobilkran. Ja, das ist sehr gut. So. So, noch 3. Mal gucken, was dann für Überraschungen wieder kommen. Ja, ich bin mal gespannt, ob mich das Navi jetzt einmal richtig schickt. Ja, das weiß man nicht. Ja, aber das ist immer so eine Sache, ne? Vorletzter. Sehr schön. Hoffentlich ist der Flieger wenigstens zerlegt. Träum weiter, der ist komplett Tragflächen angebaut. Ja, dann hätten wir ein Problem.
Ich denke, die Tragflächen werden abmontiert sein. Ich verstehe, ja. Weil ansonsten hätten wir das Ding ja auch einfach fliegen können, ne? Ja. Verstehe ich sowieso nicht. Ich meine, wir haben ja die Landebahn. Warum sie den hier nicht hinfliegen? Ja. So, Flugzeug verladen. Dann kommen Deckenelemente dran. Das ist jetzt die Frage. Machen wir jetzt erst Pause und holen dann erst das Flugzeug oder was machen wir? Und dann die Deckenelemente oder... Weil die Decken... Also ich bin jetzt gleich am Hafen und dann mache ich da am Hafen direkt Pause. Genau, das nächste, was eben her muss, wäre dann der Kran. Ist das richtig oder hast du schon beide da? Der Kran ist jetzt am Hafen. Dann fehlt nur noch der Tieflader wahrscheinlich. Genau, der Tieflader fehlt. Ja. Dann fahre ich den gleich in der Pause rüber. Und leg jetzt schon mal hier so ein paar Bleche auf, oder? Das sind nämlich, werden wahrscheinlich nämlich auch einige sein. 9 Stück sind das an der Zahl, du. Ja, der hat echt keine Tragflächen. Und wo sind die? Keine Ahnung. Ah. Aber das sehen wir ja dann. In diesem Sinne, liebe Leute, ja, schaut's beim Berlin Place Games rein, schaut, was der so treibt. Na, arbeiten, das, was der Bagger nicht macht. Also wenn ihr mal sehen wollt, wie richtig arbeiten geht, dann unbedingt bei mir reingucken. Ja, das stimmt. Ja, und dann würde ich mich freuen, wenn ihr zum nächsten Mal wieder reinschaltet. Und bis dahin, bis und ciao. Ciao.